versprochen, was das Volk hören will. Vieles wurde gebrochen und es blieb leidlich still. Doch damit ist es jetzt Schluss. Übergroß wächst der Verdruss, denn gefräßig wie noch nie wütet eine Pandemie. Die Mehrheit sieht zwar immer noch den Vorteil des Systems, doch irgendwann erwartet sie die Lösung des Problems von den Koryphäen aus der Politik. Viel zu schlaff, um zu lenken, zu benebelt, um zu sehen, alles läuft, wozu denken, und so wird's wohl weitergehen. Darin sind die alle gleich, ihre Polster sind schön weich und sie sitzen prima drauf. Darum passen sie gut auf, dass bloß kein Journalist sie dort herunterholen kann. Und schafft er's doch, dann füllen sie sofort mit allen Mann jede Lücke, denn die Nächsten lauern schon. Routiniert im Verdauen aller Schrecken dieser Welt, festgefügt im Vertrauen auf die Allmacht von dem Geld, machen sie die Augen zu und in wohlverdienter Ruhe liegen sie in ihrem Traum unterm goldenen Apfelbaum. Links und rechts, da wachsen die Geschäfte um sie rum. Und was nicht passt, das fügt der liebe Olaf mit Ravum. Und das Leben ist so wirtschaftswunderschön. Verträumt, süß die Tage in Bilanzen vertieft. Eher als sie aufgewacht, kommt die lange, lange Nacht. Ein Billett für'n Trauerkahn gönnt der Sintflut freie Bahn. Denn schließlich haben alle ja das Beste nur gewollt. Sie konnten sich was leisten und das Glück war ihnen hold. Und mal so gesagt, was will man denn noch mehr?